Hi, heute soll es um das Rückwärtsparken in die Parkbox gehen. Das ist nämlich eine Grundaufgabe bei der Prüfung. Ob du die natürlich machen musst oder nicht, entscheidet immer der Prüfer. Und damit du da einfach sicherer bist, haben wir diese Tricks, wo wir dir sagen, hey, es gibt da ein paar Punkte, ab da kannst du lenken und sei bitte gespannt. In der Prüfung heißt das, lieber Fahrschüler, wir wollen zwischen den beiden Autos mal rückwärts rechts einparken. Und ja, da musst du natürlich selbstständig an der richtigen Stelle anhalten und selbstständig in die Parkbox kommen. Und das machen wir jetzt. Dafür fahren wir an dieser Parkbox vorbei und halten ungefähr auf Höhe des dritten Autos an. Dann haben wir nämlich genug Platz. Achte bitte dabei auf den Seitenabstand, denn der ist entscheidend. Denn je mehr Abstand wir haben oder je weniger, müssen wir eventuell anders lenken. Das werde ich dir aber auch gleich zeigen. Okay, sobald uns der Prüfer das Go gegeben hat, zwischen den beiden Autos in die Parkbox einzuparken, setz dir bitte rechtzeitig den Blinker, um wirklich anzukündigen, hey, wir wollen jetzt parken. So, jetzt haben wir den Blinker gesetzt. Jetzt haben wir ungefähr einen Abstand von 1 Meter, was auch so ziemlich gut ist. Würde ich auch immer darauf achten mit dem 1 Meter, dann passt das nämlich. Denn je enger man ist, umso früher müsste man eigentlich lenken von dem Punkt. So, und jetzt wollen wir mal rückwärts einparken. Jetzt fahren wir nach hinten. Sobald wir das VW-Zeichen in der Mitte von dem kleinen Fenster sehen, also neben dem Auto, neben dem wir einparken wollen, das ist der eigentliche Lenkpunkt. Lenken in dem Moment komplett nach rechts, alles am besten während der Fahrt und beobachten bitte die Spiegel, den rechten Spiegel, den linken Spiegel und drehen unseren Kopf immer wieder nach hinten, um zu sehen, dass hinter uns keiner ist. Sobald wir gerade stehen, so wie jetzt, da siehst du einmal an den Parkplatzlinien in den Spiegeln, da siehst du einmal vorne an den Fugen ungefähr und da sieht man auch noch an den Autos, dass man jetzt gerade steht. Also einfach gerade lenken und weiter nach hinten fahren. Dabei bitte immer darauf achten, dass der Kopf immer wieder nach hinten guckt. Das möchte man sehen, denn ganz häufig denken die Leute, ja, ich habe doch eine Kamera. Nein, die Kamera reicht für die Prüfung nicht aus. Die Kamera ist wirklich eine kleine Hilfe, aber denkt bitte dran, wir schauen umsichtig mit dem Kopf. Wir müssen mit den eigenen Augen sehen, dass hinter uns keiner ist. So, jetzt fahren wir nach hinten. Und sobald wir das Auto haben, neben dem wir parken, achten wir einmal auf den rechten Spiegel und achten immer wieder auf den linken. So, jetzt kann natürlich auch Folgendes passieren. Jetzt haben wir einen Tucken zu früh oder zu spät eingelenkt, weil wir zu weit oder zu dicht an den Autos standen. Wenn wir so eine Situation haben, dass wir merken, oh mein Gott, links haben wir gar keinen Platz. Und das sehen wir ja im Spiegel, dass wir da eventuell gegenfahren könnten. Oder wenn du dir unsicher bist, dann tut mir einen Gefallen, haltet erstmal an. Und wir dürfen auch hier für diese Grundaufgabe zweimal korrigieren. Das heißt, wir dürfen zweimal vorfahren. Und das machen wir jetzt mal. Wir fahren jetzt einfach mal vor und lenken dabei komplett nach links, weil wir haben ja rechts keinen Platz. Dann stellen wir uns nämlich beim Vorfahren schon mal gerade und dann können wir in beiden Spiegeln nämlich sehen, sobald wir den gleichen Abstand haben, wo wir sagen, links und rechts ist jetzt der gleiche Abstand zu den Autos, neben denen ich parken möchte, dann brauche ich eigentlich nur noch gerade rückwärts nach hinten zu fahren. So, jetzt haben wir mit einem Korrekturzug praktisch eingeparkt. Was auch vollkommen okay ist. Also, ihr dürft in der Prüfung zweimal korrigieren und das darf der Prüfer auch ruhig sehen, dass ihr das könnt. Nichts macht den Prüfer glücklicher, wie ich schon in dem anderen Video bereits erwähnt habe. Aber jetzt kommen wir nochmal dazu, wenn wir jetzt die Parkbox verlassen. Jetzt sagt der Prüfer, ja wunderbar, haben Sie klasse gemacht. Und jetzt müssen wir wieder losfahren. Und jetzt passiert leider häufig ein Fehler. Wenn es heißt, jo, wir möchten rechts rum und das ist das Gefährliche. Nach links abbiegen ist gar nicht so gefährlich, weil da machen die Leute automatisch, dass sie später lenken, einlenken und nirgendwo gegenfahren. Also bevor es nach rechts geht, wichtig, Blinker nach rechts, Spiegel beobachten, ne, neben uns keine Kinder, keine Menschen. Und jetzt wollen wir losfahren. Bitte lenk nicht sofort nach rechts ein. Denn wenn du jetzt sofort nach rechts einlenkst, kommst du mit der Seite gegen das Auto neben uns. Und da gibt es auch einen kleinen Trick. Und zwar sind wir wieder bei der B-Säule. Wir haben hier einmal die A-Säule, wir haben einmal die B-Säule und hinten ist die C-Säule. Und ab der B-Säule, wenn das Heck von dem Auto, neben dem wir geparkt haben, an der B-Säule ist, ab da lenken wir erst ganz nach rechts. Okay, wir haben den Blinker nach rechts gesetzt, jetzt möchten wir rausfahren und ja, jetzt haben wir die B-Säule am Heck
von dem Auto, neben dem wir parken wollen. Und jetzt lenken wir auch ein. Zack, und schon kann nichts passieren. Achte bitte auf den Verkehr. Das heißt, wenn von links einer kommt, lass ihn bitte durch. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Okay, es kann natürlich auch Folgendes passieren, dass du vor lauter Aufregung einfach zu früh einlenkst und merkst, oh nein, ich komme rechts gegen den Polo. Auch hier keine Panik. Also, wenn wir schon so weit gefahren sind, dass wir sagen, okay, da ist kein Platz mehr. Also, wenn ich jetzt geradeaus fahren würde, könnte ich dagegen kommen. Wir riskieren bitte nichts. Wir beobachten jetzt nochmal den Querverkehr. Und wenn keiner da ist, fahren wir ein Stückchen vor, sodass wir ein bisschen Platz lassen, so wie jetzt. Schalten wieder den Rückwärtsgang und lenken kurz gerade. Fahren mit dem Radkasten so ziemlich dran vorbei und lenken etwas später wieder nach rechts. Und wir stehen. Es hat alles geklappt, wunderbar. Jetzt kann natürlich noch eine Situation vorkommen. Nehmen wir mal an, du hast eingeparkt, hast vorher nicht korrigiert und stehst, nehmen wir mal an, du stehst einfach zu dicht neben einem Auto. Hey, auch hier, wenn wir merken, okay, wir haben zu wenig Platz nach rechts, nach links haben wir eine ganze Menge Platz, da müssen wir natürlich korrigieren, sodass das Fahrzeug mittig in der Parkbox steht. Und auch das kannst du mit einem Korrekturzug nämlich begradigen. Wichtig ist, auch in dieser Situation keine Panik. Wir können auch diese Situation nochmal korrigieren, indem wir gleich vorfahren, nach links lenken und ja, praktisch links weiter rüberkommen, dann irgendwann mal nach rechts lenken, um gerade zu werden und fahren dann anschließend geradeaus zurück. Wichtig bei der ganzen Sache ist natürlich auch, dass wir vorher, bevor wir korrigieren, gucken, dass kein Querverkehr kommt, dass neben uns keine, keine Kinder sind, keine Menschen sind, dass wir praktisch niemanden gefährden. Okay, es geht los, wir gucken, links, rechts, keiner da neben uns, auch von links kommt kein Querverkehr. Lenken dabei nach links und sobald wir weit genug nach links gefahren sind, bitte da nicht gegenfahren, gegen das andere Auto, nicht, dass wir dann zu weit links stehen. Okay, können wir schon wieder anfangen, nach rechts zu lenken beim Vorwärtsfahren und jetzt sehen wir in den Spiegeln, aha, ich habe genug Platz. Jetzt fahre ich gerade nach hinten und wir stehen. Es hat alles geklappt, wunderbar. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du konntest etwas mehr Sicherheit für deine Prüfung gewinnen. Denn wenn das so ist, hinterlass uns gerne ein Like, abonniere unseren Kanal, denn sicherlich haben wir demnächst noch andere Videos und vielleicht hast du irgendwelche Anregungen, wo du sagst, Mensch, das wäre ein Thema, da müsstet ihr ein Video drüber machen, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Bis dahin, eure Fahrschulakademie.